glaube, es war ein bisschen ein turbulentes Jahr gewesen, mit ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, Startschwierigkeiten. Aber ich glaube, im Sommer habe ich mich bereit gefühlt, begriffen im Kopf, wie auf dem Platz. Und habe so durch von Spiel zu Spiel meine Leistung bringen können, sei es im Verein oder in der Nazi. Und wichtig ist als Fußballer, als erstes muss man gesund sein, das ist das Allerwichtigste. Nachher kommt, muss im Kopf auch bereit sein, muss hart arbeiten können. Ich muss einen gewissen Willen und halt immer versuchen, alles zu geben vom Platz. Und das ist mir jetzt in den letzten Monaten gelungen. Und wegen dem ist es auch so bergauf gegangen. Und ich glaube, das Jahr konnte ich gut abschließen. Und ich glaube, das Jahr 2022, hoffen wir, geht genauso weiter, wenn nicht noch besser. Ich glaube, mein erster Champions League-Goal gegen Wolfsburg ist ein sehr spezieller Moment. Weil als kleines Kind habe ich immer träumte dafür, mal Champions League zu spielen. Das war in diesem Jahr der Fall. Und wenn du sogar noch mit einem Goal den Traum verwirklichen darfst, ist es natürlich umso schöner. Und natürlich dann auch die Nominierung wieder. Nach ein bisschen längere Zeit wieder für die Nationalmannschaft. Das war natürlich die Bestätigung von der, letzten, also von der Arbeit in den letzten Monaten. Und ich glaube, wegen dem habe ich auch noch das Spiel gegen Italien von Anfang an spielen und das zweite Spiel sogar noch mein erstes Landesspiel machen. Und ich glaube, das sind die zwei grössten Erfolge in diesem Jahr. Ich glaube, am Anfang, man unterschätzt es halt, wenn man mit 19 in ein neues Land geht, in einen neuen Verein, braucht es halt immer ein bisschen. Jeder ist halt von der Charaktereigenschaft ein bisschen anders. Ein paar brauchen länger Zeit, ein paar gut, bei Bahnen geht es vielleicht schneller. Und ich glaube, ich bin von der Charaktereigenschaft, die ein bisschen sensibel ist, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat. Und die Zeit habe ich mir genommen, die Zeit hat mir der Verein auch gegeben. Und ich glaube, ja, und jetzt habe ich es nachher mit der Zeit, konnte ich meine Leistungen auf den Platz bringen, können befreit spielen, meinen Spielstil wieder spielen, einfach befreit aufspielen. Und ich glaube, das ist wichtig, was ein junger Spieler braucht. Und wegen dem geht es auch so voran und vorwärts. Das ist schlussendlich sein Entscheid. Wichtig ist, ich bin gut mit ihm im Austausch. Er hat gute Gespräche mit mir führen und das schätze ich auch sehr. Und ich fühle mich auch wohl damit. Und ich versuche genau fit zu bleiben, genau so weitermachen. Dann denke ich, sind die Chancen groß, dass ich mit an die WM gehe. Ja, natürlich schon, das ist meine Heimat, ich bin hier groß geworden. Das sind immer meine Wurzeln, da bleibe ich immer wieder, also immer stecken. Und wegen dem bin ich auch immer bei der Familie in der Ferien. Und ja, da bin ich in die Schule gegangen, früher, halt auch früher verschütten. Es ist halt natürlich unglaublich, wenn man zurückschaut, was vor 10 Jahren war, vor 12 Jahren, vor 15 Jahren. Und das ist immer gut, wenn man zurückschauen kann und wissen, wo man herkommt. Und wie gesagt, jetzt geht der Weg weiter. Aber das werde ich niemals vergessen. So einen direkten Liebeverein habe ich nicht. Ich versuche mich jetzt weiter zu konzentrieren, gesund zu bleiben, meine Leistungen bestätigen. Und das nächste große Ziel ist jetzt eben, wir spielen gegen Bayern München. Und dann noch große Ziele in der Liga. Und nachher kommt auch noch die WM auf uns zu. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt Schritt für Schritt. Und nachher geht zusammen im Fußball schnell und dann schauen wir, was mich anzieht. Wie vorhin schon angesprochen, eine gewisse Bestätigung von den letzten Monaten, von meiner Leistung. Und ich glaube, so eine Trophäe, so eine Award, so ein Pokal gibt halt immer ein gewisses Selbstvertrauen und auch eine Bestätigung, was man gut gemacht hat in der Vergangenheit. Und über das fühle ich mich sehr geehrt und fühle mich auch sehr wohl und immer wieder das Land präsentieren können. Und ich versuche in den nächsten Monate, Wochen, Jahre, alles geben zu lernen. Und dann hoffe ich auf eine weitere Trophäe und auch auf einen weiteren Erfolg mit der Mannschaft. Also da kann ich mich noch erinnern, ich glaube mit 7. Dann bin ich hier in die Schule gegangen und dann habe ich meine Kollegen auf der Schulter und dann habe ich gesagt, aber ich darf mittrainieren. Dann hat der Trainer mir gesagt, ich brauche Fußballschuhe, Schienbeinschoner und Trainingsgewand. Dann bin ich sofort heimgegangen zu meinen Eltern und habe ihnen das erzählt. Und dann haben sie mir gesagt, also sind sie für mich gekauft. Und am nächsten Tag bin ich hier gestanden. Und dann hat der Trainer riesen Augen gemacht und hat gesagt, so wie ich spiele, mit diesem Alter schon, das habe ich noch nie gesehen. Und nachher bin ich, glaube nicht lange da gewesen, glaube 3 Monate. Und dann habe ich Probetraining bei Basel gemacht. Und dann hat eigentlich seit 9 bin ich bei Basel groß geworden. Und dann habe ich auch den Durchbruch schlussendlich geschafft. Und auch noch ein paar Szenen hier, die ich gespielt habe. In der Pause, immer auf dem Pausehof, haben wir immer keine Ahnung im Turnen. Sie haben halt immer Umfeld gefunden, wenn ich spiele.
Die haben gesagt, ich bin viel zu gut und ich möchte sie gewinnen, wenn die bei mir sind. Dann alle Mädchen sind mit mir gegen alle Buben. Und dann war es ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen mehr Spass gemacht. Das waren so die Zeiten da. Lustig. Und ein schönes Erlebnis, wenn man zurückschaut. Und jetzt sitze ich hier und mache ein Interview mit einem Pokal in der Hand. Ja, ist einfach schön. Nochmal vielen Dank.